Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, Gottschott, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und mit diesem Video möchte ich euch gleich mal schon vorab so ein bisschen auf Ostern vorbereiten oder beziehungsweise auf die Vorfreude von Ostern. Denn ja, Ostern steht halt vor der Tür und für den einen oder anderen könnte es ein besonderes Osterpräsent geben, über das er sich bestimmt freut. Und zwar habe ich mir zu Ostern jetzt überlegt, ich habe den Rechner von Mifcom ja gekauft und da habe ich dazu einen Key gekriegt. Und zwar für, wie ihr das im Titel schon gelesen habt, Tomb Raider. Für den Teil Rise of the Tomb Raider, also den aktuellsten Teil der Tomb Raider Serie. Und diesen möchte ich unter euch wieder verlosen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich selber das Spiel nicht spiele. Ich habe zwar mal den ersten Teil gezockt und ich glaube auch noch ein paar Demos, die danach kamen, aber sonst ist das Spiel eigentlich einfach nichts für mich. Jedenfalls würde ich es nicht aktiv spielen oder würde mich da nicht unbedingt sehr drauf freuen. Ihr kennt ja im Endeffekt die Genres, die ich gerne spiele, so wie DayZ, The Division, Battlefield, so die ganzen Dinger. Das macht mir Spaß und ich dachte mir, bevor ich das Ding einfach in meine Steam-Bibliothek reinhaue und es nie anfasse, dachte ich mir, ist es doch vielleicht zu Ostern viel sinnvoller, wenn ich das jemandem gebe, der sich da wirklich drüber freut, und zwar jemandem von euch, also meiner Community, denen ja auch irgendwo der Dank gilt, nicht wahr? Das Gewinnspiel geht heute los und erstreckt sich, wie gesagt, bis Ostersonntag. Am Ostersonntag werde ich natürlich auch direkt ein Video dazu fertig machen, so früh es mir möglich ist, und dann verraten, wer den Key gewonnen hat. Natürlich werde ich den oder diejenige sofort anschreiben, dass natürlich der Key so schnell wie möglich ausgetauscht werden kann, dass ihr auch schon direkt am Ostersonntag Spaß damit haben könnt und direkt im Spiel durchstarten könnt. Bis Ostern ist ja natürlich jetzt noch ein bisschen hin. Ich dachte mir, ich mache da mal einen etwas längeren Zeitraum, dass auch die, die das zu spät mitkriegen, da vielleicht doch noch die Chance haben, mit teilzunehmen. Nochmals als kleiner Hinweis, dieses Gewinnspiel ist wieder nur unter meinen Abonnenten, damit gerade ihr, also meine Community, auch was davon habt und ihr im Endeffekt natürlich auch das Osterpräsent bekommt, so wie ich mir das halt auch wünsche. Um teilzunehmen, einfach in die Kommentare posten, aber diesmal nicht irgendwas. Nicht irgendwas. Nein, dieses Mal habe ich eine Frage an euch. Und zwar möchte ich euch fragen, was ich besser machen kann. Was würdet ihr euch wünschen für meinen Kanal? Oder auch, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen wollt? Ich möchte da so ein bisschen euch mit einbeziehen, möchte wissen, wie tickt ihr, was möchtet ihr sehen, was gefällt euch, könnt ihr natürlich auch reinschreiben, wovon soll ich mehr liefern, was ist absolutes No-Go, keine Ahnung, lasst euch da irgendwie was einfallen, einfach bloß, wie gesagt, ein Wunsch, was ihr gern sehen würdet oder was ich verbessern kann, einfach irgendwelche Sachen zum Kanal, die euch auf jeden Fall dazu bringen würden, dass ihr den Kanal noch mehr feiert. Ich denke, diese Aufgabe ist relativ einfach und ich bin schon gespannt auf die Kommentare auf jeden Fall. Wenn ihr selber natürlich noch Fragen dazu habt, einfach ab in die Comments nach unten, ich beantworte das natürlich. Und natürlich, was ich nicht vergessen darf, alle Facebook-Nutzer sind natürlich nicht davon ausgeschlossen. Das heißt, ihr könnt auch bei Facebook an dem Gewinnspiel teilnehmen, einfach dort im Endeffekt die Frage, die ich vorhin gestellt habe, einfach reinposten bzw. die Antwort darauf. Ja, meine Freunde, ansonsten hoffe ich, ihr seid gut in die Woche reingestartet und habt auch noch eine schöne Restwoche. Ich wünsche auf jeden Fall jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin natürlich, das wollen wir nicht vergessen, viel Glück. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich, liebe Freunde, und wünsche euch wie immer was, euer Gunshot.